So, da bin ich wieder. Während ihr weg wart, habe ich auch noch mal eben was gegessen und währenddessen das Hintergrundbild geändert, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ich fürchte allerdings, ich muss noch öfter pipi. Okay, wir haben hier das hier neu. Okay. Ja, gut, schön. So. Mal es nicht kaputt, Mann. Also, was erinnerst du? Erinnerst du das Dagobah-System? Na klar, ich erinnere. Großartig. Erinnerst du City Alpha 5? Oh ja, ich erinnere. Ich erinnere! Blöd, Mann. Okay, hier haben wir noch was. Ist das die... Soll ich jetzt hier was machen? Nö. Dann war's das? Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu... Zu wem müssen wir denn da? Warte mal. Hab's gleich. Oh ja, hier, zu ihm. Zur Toilette müssen wir. Das ist Hauptquest. Ich glaube ja, ne? Noch irgendwas? Was haben wir hier? Schnitzeljagd. Ja, okay. Suchen wir ja. Da weiß ich immer noch nicht, wo ich das andere. Okay. Dann gehen wir die Katze wegbringen und danach zum Spielplatz. Dafür gehen wir dann hoch. Okay. Alles klar. Bleiben wir auf den Schienen stehen. Warum auch nicht? Okay, ich grüße den, da unten steht nicht mehr, ne? Nee. Ich grüße den, der als Wunderarsch bekannt ist. Einmal hattest du Glück, aber City-Ninjas lauern in den Schatten. Und wir haben Ninja-Sterne. Also stirbst du. Ninja verlieren nie. Also wir dich bringen um. Oder du zahlen mehr als jetziger Auftraggeber. Ninja sehr pragmatisch. Verdammt, Wunderarsch. Sind jetzt Ninjas hinter dir her? Du musst echt was richtig Übles gemacht haben. Da oben ist hier auch Neues. Auch bekannt als der erstaunliche Wunderarsch, Kuhn and Friends. Ja, sehr schön. Okay. Nein, hier lang. So, ich bin gespannt, ob wir noch was bekommen für die Kätzchen. Ich bin so schön. Ich habe so ein schönes Outfit an. La 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 la. Entschuldigung. So, Kätzchen. Taint that default. Okay. So. Der Held wird all deine Mietze finden, Schätzchen. Ja, ich hab. Es fehlen immer noch ein paar von meinen Miezis. Hast du noch Was? welche gesehen? Noch mehr? Kann ich irgendwie auch nicht streicheln, ne? Huch! Entschuldigung. Kirby ist ein verängstigter Kater, der zwischen Baustellen und Schule rumläuft. Zwischen Baustelle und Schule, okay. Zwischen, warte mal, wo ist denn das? Da ist die Schule und da ist die Baustelle. Aha. Das ist ja nicht so ein großes Gebiet. Das kriegen wir ja sofort Das ist hin. der Furze, das ist der Furze. Psst. Naja, die ist doch wahrscheinlich hier drin, oder nicht? Du musst zugeben, wir Mädchen haben den großen Vorteil, dass unsere Klos sauber sind. Na egal, ich habe ein Problem. Voll. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist das passiert. Was denn? Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Egal wer das war, er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Aha.
Was? Okay, ich muss zum Mobilfunkanbieter. Was ist das denn? Achso. Ja. Achso, der wiederholt die einfach nur nochmal. Okay. Ah, hätte man sich da treffen können dafür? Mann, ja gut. Dann rennen wir jetzt dahin. Bin ja warm angezogen, Gott sei Dank. Nicht so wie vorhin. Wenn wir eine Katze sehen, nehmen wir die mit. Geld nehmen wir auch immer mit. Wir brauchen schließlich noch 5000 Dollar für, ne? Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrumpf. Hier kommst du nicht rein. Ach ja? Das wollen wir ja mal sehen. Den Hamster nicht. Das hier brauchen wir. Mando, was ist denn hier los mit mir? Auf geht's. Alleine nur, weil er gesagt hat, ich kann das nicht. Alles klar, wir haben das gleich. Glaubst du vielleicht das Handy? Oh. Ja. Arschgeiler Arsch. Unfair. Du hast ja echt Superkräfte im Arsch. Ich muss weg. Feigling. Gut, dann gehen wir mal da rein. Hey, ist das nicht... Nein. Nimm das. Nicht das, das da. Benehmen am Bett. Benehmen am Bett? Was haben wir denn da so rumliegen? Nichts Spannendes. Nicht schlecht. Herrlich, den ganzen Tag die prall gefüllten Bankkonten anderer Leute zu sehen. Das ist schon schön. Da, Mülleimer? Nein. Was läuft denn hier für Musik? Lala. Ich weiß, wo du wohnst. Ach, wirklich? Ich auch. Hoffentlich kümmert sich jemand um die Beziehungsprobleme meines Sohnes. Was? Vorsicht mit deiner Furzkanone. Nicht, dass sie dich für versuchten Raubüberfall drankriegen. Guter Tipp. Was läuft denn hier für ein Quatsch? Ich würde es ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Alles klar, kein Problem. Können wir gar nicht hauen. Na, wenigstens kann sich Thomas zu Hause die Eier schaukeln. Willst du eine einstweilige Verfügung? Oh, gibt's sie hier? Was ist das für ein Quatsch, der hier läuft? Also, jetzt. Okay. Wir müssen zum Mobilfunkanbieter. Oh, hey Neues! Ah, da bist du ja. Okay, bist du bereit, das durchzuziehen? Na klar. Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. Alles klar, auf geht's. Willkommen bei D-Mobile, kann ich dir helfen? Krebsmenschen, Krebsmenschen, sehen aus wie Krebse, denn die Länge wie Menschen. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Namen und die Mobile-Nummer bitte! Namen und die Mobile-Nummer bitte! Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen! Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch, wagst es, unseren Tarif zu schwächen? Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Sie hat uns enttarnt. Kongo, rett uns! Komm, bunter Arsch, geh den Alles klar. Wir retten euch gegen die Krebsmenschen. War ja klar, dass sie mit dazukommen, ne? Nur zu zweit? Okay. Zwing uns nicht, den Chef zu rufen! Oh, doch! Freedom Pearl oder Coon Friend, ich finde dich cool. Ich finde mich auch cool, das ist doof. Na gut. Zack! Zeig es den Pennern so richtig! Es sind nur zwei, ja? Komm, die kommen da nicht noch mehr. Nein! Ich was? Treffe dich? Jawohl, aber das ist doof.
Wir machen... Nee, warte. Wir nehmen erst einen, dann den anderen. Ich dachte, du hast keine Verbindung. Alle meine Klingeltöne! Weg! Oh nein! Ein Rabatt für dich! Nimm deine Scheren da weg! Da war sein Rotz. Hast du nie aufgepasst? So. Sehr gut. Ach Mann, ey. Ja, egal, ist trotzdem tot. Das hat aber hübsch geknackt. Oh oh. Name und die Mobile Nummer bitte. Nein, lass da. Aua. Was? Achso, ich wollte gerade sagen. Okay, verlangsamt geht ja noch. Also alle auf dich, ja? Würde ich jetzt vermuten. Ich finde das Signal. Alle auf den Chef! Sorry, nicht sorry. Sorry, nicht sorry. Wir brauchen ja mehr Verkaufskrebse. Verkaufskrebs. Ey! Schalte den Oberkrebs aus! Ja, ich versuch's ja. Toll. Gut gemacht, aber wir müssen noch den Krebskönig erwischen. Ja, da stand doch einer im Weg. Hast du das nicht gesehen? Ja, machen wir mal wieder das, ne? Gedoxt! Verabschiede dich von deinem guten Ruf. Sehr gut, ein bisschen mehr Schaden. Au! Hör auf, mich anzurotzen. Die Kunden brauchen Hilfe. Wir müssen das leider verhindern. Sonst können wir den ja nicht leiden. So. Komm nicht nah genug an den Rand, das ist doch nicht wahr. Scheiße. Na gut. Wenn ich das nur streamen könnte. Das ist sie aber wieder dran, das heißt. Danach ist er doch weg. Gucken wir es mal. Sehr gut. Sieh dir das an. Weg mit dem. Geschickt. Jetzt kennt das Internet deine Adresse, deine Kleider. Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Ja, mach das. Gut so, Neues. Weiter so. Ah, der rennt weg. Sehr gut. Ich hab gewonnen. Subdermale Mutation habe ich einen Charakterbogen von Callgirl und $1,67. Okay, 2 Krebsmenschen nur. Ja, gut. Oh, danke, Callgirl. Ich hab geholfen. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Was? Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja, ja klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben lief, ruf mich an. Okay. Oh. Her mit den Sachen. Ist hier noch mehr? Sieh mal einer an, was für eine Speicherkapazität. Weiß nicht, haben wir mit denen schon eins? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, mit ihm haben wir eins. Hä? Du hast dich geportet? Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Sehr schön, der ist neu. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Coonstagram. Habe ich schon unser gewaltiges Datenvolumen? Ja, gut, toll. Packen wir es an, Kunde. Haben wir ihn schon? Nein, Eddie auch noch nicht. Sehr gut. Wunderbar. Wunderarsch ist der Name. Hey, Lust auf ein unschlagbares Angebot für ein D-Mobile XT30? Nein. Wieso bewegen die sich noch? Ihr seid tot. Okay.
Wir haben es leicht. Ich bin leicht auf dem... Da ist der richtige Knopf. So, wir haben hier was Neues. Das müssen wir uns natürlich angucken. Wo können wir es hin tun? Da. Und zwar... Bringt uns das da 30... Oh Gott, bin ich aber ziemlich doof. Aber da haben wir da überall 25. Das ist schon mal doof. Nö. Nein, das will ich nicht. Nope. So, dann gucken wir uns... Hallo? Mal den Charakterbogen an. Ja, okay. Krebsmenschenbesiegler. So, Verbündete. Dies ein Mensch. Polysexuelle Genderfluid-Person. Aha, interessant. Gesinnung neutral. Religion Atheismus. Machtquelle Technologie und Kryptonit Wi-Fi mit schlechtem Empfang. Wi-Fi. Wi-Fi. Was für ein doofes Wort. Okay. Können wir ja sonst noch irgendwas bei? Ich guck mal eben. Einkaufen. Es ist gerade eine neue Lieferung gekommen. Schau mal. Ja, ich schaue. Kriegswelpe. Das wird dir bestimmt nützlich sein. Das haben wir schon. Das haben wir auch noch nicht. Nicht genügend Geld. Scheiße Werfer, okay. Sind mir nichts gebaut, was Macht betrifft. Gut. Nochmals wir gucken danke aber für mal, alles hält. Was dieses andere Artefakt kann und wo das hingehört. Hier ist das niedrigste sonst. Wo ist es denn? Ach da, 92. Sehr schön. Ein bisschen weniger Gesundheit. Mehr Gesundheit bei den Verbündeten. Kritische Trefferschaden mehr, okay. Ja, und da überall mehr, ja. Nehmen wir natürlich Kriegswelpe. Ultra seltene Haibo-Variante mit programmierter Darmtätigkeit. Toll. Wurde speziell geschaffen, um lähmenden Sammlerneid in Gegnern zu wecken. Nehmen wir. Sehr schön. So. Tschüss. Meine Musik ist scheiße. Was machst du denn da oben? Naja, gut. Wir müssen... Der Selbstjustizler verwirft dann den Spaß am Vollzug! Die Party ist vorbei. Wir haben dich auf frischer Tat ertappt. Der Selbstjustizler will flüchten! Ich will hier reingucken. Das ist ja... Oh, der Selbstjustizler, ich träume wohl, verdammt! Hä? Ja, gut, wegen mir. Der Verdächtige flieht zu Fuß! Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt endlich mal Crack helfen, oder? Obwohl das trotzdem wahrscheinlich nicht so einfach wird, ne? Ansonsten haben wir das dann noch. Machen wir das zuerst? Dann müssen wir aber auch da hoch. Ja, ich glaube aber, das machen wir zuerst. Warte, ist hier vielleicht das Kätzchen irgendwo? Muss mal eben gucken. Au, pass doch auf! Dich wollte ich gar nicht hauen. Wo ist das Kätzchen? Hey. Jetzt wollte ich dich hauen. Du bist eine andere? Keine Ahnung. Lalala, wir gehen mal hier hin. Hallo! Ah. Mein Gott. Ist der Weg weit. Oh, geschafft! Ja. Hi! Gut, dann gehe ich halt hier einfach. Ist die Schule der Freedom Pearls für die Begabten und Talentierten. Aha. Hey, Wunderarsch, weißt du, dass du für einen Jungen ziemlich hübsch bist? Ja, danke. Vor allen Dingen mit dem Pullover. Komm, hier lang. Wo lang? Ich komme. Ich komme. Ah, da ist also ihre Geheimtür. Ha, sie glauben, so ein Terminal-Dings hält Professor Chaos auf? Ich hacke alles.
Ich muss mal eben da oben gucken. Ist so hoch, ich kann es nicht halten. Ja. Hier noch was war, was wir nicht erreichen konnten, aufgrund mangelnder Fähigkeiten. Hier ist nichts. Hier oben. Nö, hier ist auch nichts. Können wir den eigentlich wieder befreien? Weil anscheinend ist er ja gar nicht mal so böse, ne? Ja, schön. Hier ist kein Dingsbumsbild, oder? Nö. Ich fürchte, hier ist aber nichts anderes, oder? War ich hier auch schon nochmal drin? Hallo, Fähnchen. Liebes Katerchen, bitte lass das. Was? Achso. Ich wollte sagen, was soll denn das? Okay, auf zu den Friedampals. Der arme Hamster. Aber es nützt nichts. Wir müssen es tun. Der arme Hamster. So ein feiner Lakai. So ein feiner Lakai. Ab in den Popo. Juhu. Das hast du ganz toll gemacht. Ganz toll. Oh Gott. Aha. Du Scheiße, sieh dir das an. Das nenne ich mal eine Superheldenbasis. Donnerwetter, die haben einen Trainingsraum, Computer und Licht. Dagegen und ist die Grundbasis ein Dreck. Hier könnte ich jeden Tag spielen. Was willst du hier? Ah! Oh, hey Mysterion. Wir wollten nur mit Dr. Timothy reden. Warum? Wir finden nur, dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist und... Dachte mir schon, dass du hier landen wirst. Sie wollen ausspionieren, woran Timothy arbeitet. Quatsch. Nun mal langsam. Hören wir, was sie zu sagen haben. Hi. Oh Gott, wer ist das? Oh Gott, oh Gott. Das ist ein schockierender Gesinnungswandel für dich, Professor. Du willst dem Neuen wirklich helfen, die Franchises zu wechseln? Ja, wir finden nur, dass euer Franchise viel aufgeschlossener ist und, wir dachten an den Wechsel bei Kuhn & Friends keine Zukunft haben. Oh Gott, der Neue hat mich gefragt, wie trete ich bei Kuhn & Friends aus und da ich Kuhn & Friends hasse, helfe ich ihm. Hast du was erfahren? Die Alufolie auf seinem Helm blockiert wohl meine Fähigkeiten. Vertraue ihnen nicht, Doc. Sie dürfen nicht sehen, woran du arbeitest. Und wenn Wunderarsch wirklich wechseln will? Wir ja, werden sehen, ob Wunderarsch gute Absichten hat. Okay. Wir schicken Tupperdose auf eine wichtige Mission. Du kannst ihm dabei helfen. Brauch keine Unterstützung, schon gar nicht von dem Neuling. Sei nicht so, Tuppi. Denk an das Motto der Freedom Pals. Ja, Sanktionen, aber mit Inklusion. Ich schicke euch die Details. Wenn ihr dort seid, fangen wir an. Bis dahin muss ich wieder an die Arbeit. Alles klar.